Es würden schon viele Vorschläge auf dem Tisch liegen. Nun gehe es um die Umsetzung. Jetzt am Wort Finanzminister Magnus Brunner. Vielleicht, bevor ich auf die letzten Wortmeldungen dann gerne auch noch kurz eingehe, insgesamt zu den Steuermaßnahmen, die jetzt im Fokus dieser Tagesordnungspunkte stehen. Das Ziel, unser oberstes Ziel in der Pandemie war natürlich, zuerst einmal Menschenleben zu retten. Und das hat bis heute immer noch natürlich allerhöchste Priorität. Und dann kommt dazu als zweiter Punkt, dass es entscheidend ist, Arbeitsplätze zu retten, Arbeitsplätze zu sichern, auch zu schauen, wie Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt werden können. Und auch wenn es zum Teil gerechtfertigte Kritik natürlich an so manchen Maßnahmen gegeben hat und immer wieder gibt, das ist klar, das müssen wir auch aufnehmen, können wir trotzdem, glaube ich, schon eine Zwischenbilanz ziehen und sagen, dass aus heutiger Sicht die Pandemie bisher sehr gut gemeistert worden ist von der Republik Österreich. Aber natürlich haben wir Herausforderungen, überhaupt keine Frage. Die Pandemie ist nicht vorbei, Kollege Matzenegger, das ist selbstverständlich, da haben Sie recht. Und wir werden auch weiterhin als Bundesregierung natürlich alles tun, um Arbeitsplätze zu sichern, um den Standort entsprechend zu sichern, um die Unternehmen auch weiterhin gut durch diese Krise zu führen. Das werden wir tun und wir haben an Corona-Hilfen ja bisher schon über 42 Milliarden Euro ausbezahlt oder zumindest rechtsverbindlich zugesagt. Diese Hilfen haben Existenzen gerettet und das ist natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, auch aus diesem Grund, dass wir diese Hilfen auch weiterführen werden. Und gerade in der so wichtigen Vorweihnachtszeit die Betriebe auch unterstützen und die Ausfälle auch aufgrund von den notwendigen Schließungen auch kompensieren werden. Wir haben daher die Zuschussinstrumente, die sich auch in der Vergangenheit bewährt haben und mit denen die Unternehmen ja auch schon vertraut sind. Das ist ja auch so eine Sache, wie viel Vertrauen habe ich in gewisse Maßnahmen, wie bin ich sie auch schon gewohnt. Und diese Maßnahmen haben wir deswegen verlängert. Aber wir haben sie natürlich auch den aktuellen Erfordernissen angepasst. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass wir eben daraus lernen, aus vielleicht Fehlern auch lernen und diese Maßnahmen auch treffsicherer gestalten. Das ist ein ständiger Prozess und daran arbeiten wir jeden Tag. Und wir haben ja seit letzter Woche auch den Ausfallsbonus, nur um ein Beispiel zu nennen, wie wir gelernt haben, vorgezogen, damit eben die ersten Gelder noch vor Weihnachten fließen können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt und zeigt auch, wie wir schon flexibel immer wieder auf die Herausforderungen und Anmerkungen und gut gemeinten Ratschläge auch entsprechend reagieren. Die zur Debatte stehenden Anträge haben ja eine Fülle von anderen Hilfsmaßnahmen, die wurden von den Vorrednern, insbesondere vom Abgeordneten Kopf, ja bereits auch im Detail dargestellt. Und viele dieser Maßnahmen bauen auf jenen auf, die wir eben im Verlauf der Pandemie erfolgreich implementiert haben. Und selbstverständlich eben lernen wir aus diesen Erfahrungen heraus und wir versuchen eben diesen Instrumentenkoffer, den wir zur Verfügung haben, ständig zu verbessern. Und das ist, glaube ich, auch im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gelungen. Und darum hoffe ich natürlich auch, dass es eine breite Zustimmung für die vorliegenden Anträge gibt. Zwei Sätze zu meinen Vorrednerinnen. Und wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, über diese Dinge persönlich zu sprechen. Die formulierten Ziele, die in diesen Anträgen formuliert sind, da liegen wir im Prinzip ja nicht auseinander, nicht weit auseinander zumindest. Die Begünstigung von Spenden ist natürlich etwas, was sich sehr viele Organisationen wünschen, übrigens nicht nur im Bildungsbereich natürlich, sondern in vielen anderen Bereichen auch, in wichtigen Zukunftsfeldern auch, das ist klar. Es muss daher natürlich immer auch eine klare Abgrenzung getroffen werden. Das ist, glaube ich, schon entscheidend in diesen ganzen Überlegungen, welche Maßnahmen tatsächlich auch förderungswürdig sind, welche nicht und welche praktischen Auswirkungen das auch mit sich bringt. Ich glaube, diese Praxisbezogenheit und Praxisnähe ist gerade in diesem Bereich auch ganz entscheidend. Und da gibt es schon noch einige Fragen zu klären, einige Dinge zu klären. Und jetzt kann man immer sagen, Arbeitsgruppen dauern zu lange. Aber ja, wir werden uns bemühen, dass das so schnell wie möglich natürlich zu einem Abschluss kommt. Wie gesagt, ich glaube, inhaltlich liegen wir dann nicht weit auseinander. Und wenn ich zu den gemeinnützigen Stiftungen dann schlussendlich auch noch was sagen kann, wir bekennen uns natürlich auch im Regierungsprogramm übrigens zu einer Modernisierung auch des Gemeinnützigkeitsrechts
insgesamt. Das ist im Regierungsprogramm vorhalten und enthalten. Und wir setzen natürlich das um, was im Regierungsprogramm wir uns vorgenommen haben. Vielen Dank. Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP betont im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise, dass man aus den Fehlern der vergangenen Monate lernen müsse, um die Hilfsinstrumente noch treffsicherer zu gestalten.